Just bounce. Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer dritten Folge von The Vanishing of Ethan Carter. Und wir waren hier bei den Rätsel hängen geblieben und ja. Wir müssen jetzt wieder die Räume einteilen. Okay. Tauschen. Weiß nicht. Ich lasse den Raum mal stehen. Obwohl, wir können ja... Na gut, nee. Obwohl es... Wir machen das jetzt ganz anders. Ich gehe jetzt durch jeden Raum durch und gucke, ob es richtig ist. Hier ist es, richtig. Dann können wir nämlich... Nee, niemals, oder? Dass man so hoch in die Küche kann? Nein, das war der eine Raum. Was gibt's noch? Jawohl. Wir machen jetzt alle Räume, untersuchen die auch erstmal und dann wissen wir genau, welche Räume wir gemacht haben. Und dann können wir nämlich auch weiter fortfahren. So, gucken wir mal, was hier von Raum war. Also nee, hier wird keine Treppe nochmal hochführen. Das war ja das... Das ist auch nicht. Jawohl. Oh, hier ist dunkel. Aber zum Glück geht es nicht weiter. Dann haben wir erstmal die unteren Räume haben wir jetzt erstmal geschafft. Oder nein, den hier haben wir noch nicht. Bei dem bin ich mir aber sicher, was es für einer ist. Mm-mm. Jawohl. Boah. Jetzt kommen wir gerade gut voran, das freut mich. Okay, aber hier gibt's nirgendwo was. Ich glaube, wir müssen nur alle Räume fertig kriegen und dann kriegen wir vielleicht eine neue Vision oder irgendeine Offenbarung oder sowas. Bei dem Raum war es der, das weiß ich auch noch. Wir gehen mal von der anderen Seite an, da, oder? Wir hatten mit dem Raum bestückt, das weiß ich gar nicht mehr. Nein, das war nicht der, oder? Das war der. Und hier. Der. Oh, wir sind gut. Wir sind ganz gut. Man muss nur ein bisschen nachdenken, ne? Nein. Jawohl. Huh. Aber bevor wir die Räume machen, gehen wir mal ganz hoch. Da war nur ein Raum, glaube ich. Und das war der. Und der war ja relativ leicht. Das war der Dachboden hier. Gut, jetzt fehlen nur noch zwei. Dann haben wir das Rätsel ganz gut gelöst. Muss noch ein bisschen überlegen. Aber hier war es dann nochmal doch ein bisschen schwerer, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Hier wäre eine Wand. Jawohl. Jetzt müssen wir nur noch den Raum. Oh, das ist schwer. Das ist ziemlich schwer. Oh nein, wir haben falsch. Wir haben einen Raum falsch und mir scheint so, wie ob wir nicht mehr zurückkommen. Oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Raum das ist. Okay. Jetzt haben wir hier einen Raum gekriegt. Wow, wow. Ich muss sagen,
fesselnd ist das Spiel trotz alledem, auch wenn es nicht so actionlastig ist. Sorry. Dann lesen wir mal. Text, sowas. Genau. Lesen wir mal durch. Okay, müsste reichen auch für euch. Why are you standing there? You spying? No. No. What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Ist das der gleiche Zettel? Ja. Okay. Was mir jetzt mittlerweile... Oh, was ist das? Ah, hier. Lesen. Text. Ich merke auch gerade, es sind zwei Seiten, aber ich weiß nicht, wie man da rüberkommt. Okay. Zurücklegen. Nee, nochmal lesen drücken. Und hier hinten Text. Ist das jetzt ein anderer? Nee, ist es nicht. Ich weiß nicht, wie man auf die zweite Seite kommt, um ehrlich zu sein. Naja, gut, egal. Kann man nichts machen. Öffnen wir mal die Tür wieder. Also wir merken, dass unser... Ach, das war die Tür. Das sah aus wie ein Wandschrank. Man merkt auf jeden Fall, dass Ethan auf jeden Fall ein Geschichtenerzähler in der Hinsicht ist. Dass er ein Träumer ist. Wie jeder Junge oder jedes Mädchen vielleicht in einem gewissen Alter noch ist. Also eher so verträumt, vielleicht, ja, man sagt verträumt. Aber ist das nicht schön, wenn man jung ist und noch ein bisschen Träume hat oder so? Und irgendwie denkt... Okay, da gibt's nix. Hier führt auf jeden Fall eine lange Straße noch runter. Aber... Das möchte ich gar nicht. Ich möchte jetzt gar nicht die lange Straße runtergehen. Ich möchte jetzt noch in das Haus hier gucken. Vielleicht gibt es hier in diesem Haus noch was. Vielleicht noch eine neue Geschichte von denen. Okay. Hier führt auch ein Weg nach oben. Müssen mal gucken, wo wir dann wirklich lang müssen. Warte mal. Warte mal. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room. I walked into it. That's it. Das war's, okay. Das ist das Haus, was wir eben gerade bei den anderen gemacht haben. Ah, hier ist noch was zum Lesen. Nein, es ist ein Bild. Wir zoomen mal ran. Das ist in seiner Familie. Also den Opa kennen wir anscheinend. Also links ist Ethan, dann der Opa, dann der Bruder, die Mutter, und einer wird der Vater sein und der andere vielleicht auch ein Sohn oder Onkel oder irgendwas anderes. Okay, haben wir jetzt erstmal das Familienfoto gefunden, ne? You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Okay. Wir gucken weiter. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Okay. Irgendwas mit einem Sleeper. Vielleicht sind das solche. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on.
Vielleicht sind das solche Tagträume, oder ist es wirklich eine... You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Okay. Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher, was das alles hier angeht. Gehen wir weiter hoch. Auf dem Dachboden. Hier scheint es nirgendwo was zu geben. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Aber irgendwie gibt's hier nichts in dem Haus. Vielleicht war's das schon, dass die da ein bisschen was erzählen. Auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir jetzt noch machen müssen. Auf jeden Fall standen die, glaube ich, so aus dem Winkel zu dem Haus, weil da war die Pumpe zu sehen. Aber ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo es weitergeht. Also, wir gucken mal hier runter. Ah, hier ist ein Aufzug oder eine Seilwinde oder sowas. Aber da geht's runter, aber ja, keine Ahnung, ob mir da jetzt weiter in den Haus, also in den Haus war ja nichts, ne? Oder bin ich blöd und ja, ich habe was übersehen vielleicht. Ich bin mir sicher, dass in dem Haus nichts war. Ich war nur das Foto. Mehr war nicht. Hier waren wir schon. Hier kommen wir zur anderen Tür rein. Hinten ist anscheinend Speisekammer oder so. Hier ist es da. You can feel it, right? Something, something coming from the Vandegrift house. Okay. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Anscheinend war es das schon alles in dem Haus. War so nur. Vielleicht müssen wir nochmal in das Haus hier zurückgehen. Oder vielleicht ist es nicht ganz so. Vielleicht sollte man erst in das Haus gehen und dann in das Haus. Man weiß es nicht. Also vielleicht gibt es jetzt was noch in dem Haus hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das vielleicht hätten andersrum machen müssen von der Spielstory her. Ich glaube nicht, dass wir in dem Haus was... Obwohl, wir können ja noch mal oben gucken. In den geheimen Zimmer, ob da was Neues ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier nichts Neues ist. Nee. Also wird das, wo die Geschichte erzählt haben, hier mit dem Haus, hier mit denen hier. Und du dann das Rätsel machen musst. Also haben wir irgendwas vorab schon genommen. Kann man ja nicht wissen, wenn hier ein Leitfaden wäre, in der Hinsicht, wo jetzt zeigen würde, okay, du musst als nächstes links oder rechts laufen oder weiß, also wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin mir halt nur sicher, nicht sicher. Dort unten geht's weiter, dort oben geht's weiter und hier unten, aber wir gehen mal hier unten lang. Vielleicht entdecken wir was Schönes oder. Klar, man kann nie wissen, wo noch hier eine Quest lauert. Das ist halt ein Open-World-Spiel in der Hinsicht. Hast keinen Ladebereich und man spielt einfach so drauf los. Ich könnte wetten, dass du sogar nicht mal alles machen musst und
bis zum Ende irgendwie durchkommst, vielleicht. Ohne irgendwas gemacht zu haben. I've stepped through too many portals. Been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Okay. Man weiß halt nicht, wo man lang muss, ne? Also das, du hast ja halt keine Map, du kannst halt nichts einstellen, vielleicht so einen kleinen Leitfaden, der dich dann zum nächsten Quest bringt. Du weißt halt hier überhaupt gar nichts. Wow. Wunderschön. Ab und zu sind so ganz kleine Ruckler dabei, wo man sich vielleicht fragen könnte, ob das nicht doch dann die Welt ist, die ein bisschen von der Grafik her überstrapaziert ist. Hey, guck mal, die ganzen Bäume, also das habe ich noch nie in einem Spiel gesehen, tut mir leid. Und da gab es schon auf jeden Fall hübsche Spiele. Wir laufen einfach straight weiter unten lang. Okay. Wenn es hier einen Leitfaden gäbe, wäre das Spiel bestimmt noch ein bisschen besser, würde ich sogar sagen, weil dann wüsste ich wenigstens, wo ich lang müsste, wo dann halt angezeigt wird, okay, was ist das? Nix. Hier unten ging es in den Tunnel rein, das hat man ja vielleicht gerade gesehen. Wir gehen auch mal kurz an den Tunnel gucken. Können wir nicht weiter. Tut mir natürlich leid, dass ich jetzt hier auf verpeilt, wie ich bin, immer rumlaufe und gucke. Hier ist eine Tür. Ein Eingang. Vielleicht kommen wir da rein. Nein, da ist eine Kette davor. Das bedeutet also, dass wir hier auf jeden Fall sehr falsch sind. Dann würde ich sagen, gehen wir oben weiter lang gucken. Wo wir jetzt hergekommen sind, hier oben. Okay, ganz oben sind wir lang gekommen, dann gehen wir hier lang. Aber ich schätze mal, wir kommen dann nur auf die Straße wieder. Tja, Jungs. Sieht gerade aus, wie ob ich in der Luft laufe ein bisschen. Hat irgendwie so ein komisches Feeling. Okay, hier unten können wir auf jeden Fall nicht weiter. An den Seilzug kommen wir auch nicht weiter. Dann bleiben echt nicht mehr viele Möglichkeiten, oder? Also bin ich mir sicher. Dann müssen wir ja dort oben lang. Zumindest das haben sie dann so gemacht. Vielleicht kommt man dort irgendwo noch lang oder später lang. Oder vielleicht auch gar nicht. Und das ist einfach nur für ein Spiel so hervorgegeben und wir laufen einfach jetzt die falschen Wege ab. Das kann natürlich auch sein. Aber zumindest gibt es irgendwo ein Ende. Und dort geht's halt auch einfach nicht weiter. Ich bin mir jetzt unsicher, ob das ein Weg ist. Oh. People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Is cheating truly unfair to others? Do you feel victory when your words cause pain? Do you love for yourself or for others? Is betrayal caused by inequality or injustice?
thieves for their bravery or their greed. Do you feel there is vanity or charity? Lesen. Text. Jetzt krabbelt es mich gerade. Da muss ich mal kurz aufhören zu lesen. Boah, scheiße. Okay. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Okay, das war, was ist das? Text. So, dann haben wir das durchgelesen und er lebt wirklich in einer Traumwelt, können wir so festhalten. Und mit diesem Bild hier, würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge und wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.